Also wir haben an der Entwicklung von Paul hat ein großes Team mitgewirkt. Also wir haben Neonatologen, Special Effects Designer, Ingenieure. Das heißt, Paul ist im Grunde voll mit Technologie. Es sind zahlreiche Sensoren drin. Also wir können zu jeder Zeit die Kopfposition von Paul bestimmen. Wie man sieht, er atmet selbst. Er kann intubiert und beatmet werden. Man kann im Grunde alles tun, was man mit einem echten Frühgeborenen auch tun kann, um eben die Versorgung dieser Kinder hocheffektiv zu trainieren. Man sieht, da hebt sich richtig der Brustkorb. Ja, genau. Also man sieht, das jetzt wäre jetzt eine normale Atmung. Der Paul wird über diesen Computer hier drüben gesteuert. Das heißt, wir können ihm jetzt zum Beispiel mal eine angestrengte Atmung einstellen. Jetzt sieht man und hört es auch. Hier ist natürlich ein bisschen laut, aber wenn ihn ein bisschen lauter schreien lassen. Man sieht jetzt, das Atemmuster hat sich verändert, ist deutlich angestrengter jetzt die Atmung. Man hört auch, dass er so ein bisschen stöhnt. Das wäre jetzt, was man ein neonatologisches Team darauf reagieren müsste. Man wird ihm jetzt eine Atemunterstützung geben und hoffen, dass er sich unter dieser Atemunterstützung erholt. Und wenn das nicht reicht, dann muss man mitunter auch beatmen und wenn auch das nicht reicht, eben auch intubieren, also einen Schlauch in die Atemwege, also in die Luftröhre legen und ihn auch dann letztlich bei einer Maschine möglicherweise beatmen. All diese Dinge lassen sich an Paul trainieren. Und das ist eben so wichtig, dieses Training, weil man ja bei einem echten Frühchen genau nicht trainieren kann. Absolut. Also das ist natürlich ganz klar, dass es im Grunde gerade die Simulation in der Kinderheilkunde im Grunde eine ethische Verpflichtung ist, dass wir wirklich diese seltenen Notfälle und diese Versorgung dieser zerbrechlichsten aller Patienten effektiv trainieren müssen. Und das können wir natürlich nicht am echten Patienten tun, sondern dafür haben wir Paul entwickelt, das ist die Idee gewesen.